Jeanette Roska, ich bin die Designerin von der neutralen Weihnachtstasse dieses Jahr. Und meine Mutti hat mich auf diese Idee gebracht. Sie hat mir in der Zeitung den Ausschnitt geschickt per WhatsApp und hat gesagt, das ist was für dich, kannst du dich da mal mitmachen und mal melden. Und ich habe ganz spontan mitgemacht bei dem Wettbewerb, bin zwar nicht Sieger geworden, aber ich durfte trotzdem noch die diesjährige neutrale Tasse schmücken. Es war tatsächlich eine ganz spontane Sache. Ich habe noch nie bei Wettbewerben, also Designwettbewerben teilgenommen, war wirklich ganz spontan an dem Tag. War ich hier selber, bin mit dem Zug hergefahren, habe es mir angeguckt, habe mir markante Gebäude rausgesucht und habe die dann als Silhouette dargestellt. Hab dann auch, oder wusste noch, dass Blau eine Spitzenstadt ist, eben ausgrund dessen, habe dann die Bordüre, diese Spitzenbordüre oben und unten angebracht, gezeichnet. Und ganz zum Schluss habe ich dann, was passt noch zu Weihnachten, Weihnachtsbaum und habe dann diese kleinen Elemente an der Seite quasi, dass wir am Weihnachtsbaum runterhängen, noch eingefügt und noch ein paar kleine Schneeflocken und halt der Slogan, wir sind Spitze und Plauener Weihnachtsmarkt. Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich wohne in Reichenbach, bin aber sehr gerne hier, muss ich sagen. Ich habe auch hier ein paar Freunde und gehe gerne shoppen. Warum den Weihnachtszipfeldesign? Weil ich Grafikdesignerin bin vom Beruf, bin sehr gerne kreativ und habe die Chance einfach genutzt,